Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video von mir und zwar möchte ich diesmal ein paar Fragen beantworten. Ich habe mir überlegt, dass ich den Privacy Tag machen möchte, den hat sich die Hella von Advanced Style ausgemacht. Ich verlinke euch auch in der Infobox ihr Video und sie hat sich das ja ausgedacht, da stehen auch dann nochmal alle Fragen. Ich werde die Fragen aber glaube ich auch nochmal in der Infobox einblenden. Falls ihr auch Lust habt, den Tag zu machen, dann sagt mir oder der Hella gerne Bescheid. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an mit der ersten Frage und die lautet: Bist du krantig aufgewacht? Also heute ausnahmsweise mal nicht, heute ist Sonntag und normalerweise wache ich tatsächlich relativ oft schlecht gelaunt auf, weil ich nicht aufstehen möchte. Ich hasse es einfach so gemütlich im Bett, ich würde am liebsten immer ewig Snooze drücken und noch weiter schlafen. Aber heute Morgen bin ich ganz gut aufgewacht, ja. Und die nächste Frage: Bist du lieber mit Mädchen oder Jungen befreundet? Ich würde sagen, ich bin generell jemand, wo ja schon eher mit Mädchen, also mit Frauen befreundet ist. Schwierig zu sagen, ich würde es aber nicht ausschließen. Also ich würde sagen, ich habe beides einfach. Also ich habe da jetzt keine großen Präferenzen. Dritte Frage, würdest du jemals Fremde anlächeln? Ja, die Frage ist dann halt, wie fremd. Ich glaube, wenn man jetzt einfach so auf der Straße so läuft und da läuft irgendjemand vorbei und man grinst den dann einfach an, dann kommt das vielleicht komisch. Aber ja, wenn ich jetzt irgendwo was einkaufe, dann lächle ich schon mal die Leute an, die da kassieren oder so. Also das sind ja dann eigentlich auch Fremde. Also würde ich sagen, ja, ich lächle schon Fremde mal an. Es muss halt schon irgendwie zum Kontext passen, ne? Vielleicht, wenn dir was auf der Straße hinfällt und jemand hilft dir, das dann aufzuheben, dann darf man schon mal lächeln, ne? Aber einfach so ist vielleicht irgendwie schräg. Ja, viertens. Kannst du dich an eine Person binden? Ja gut, ich habe ja, hab ja viel zu tun mit meiner Schwester, die macht ja auch die Fotos für meinen Blog. Also würde ich sagen, kann ich mich definitiv gut an eine Person binden. Ansonsten ist es schwierig zu sagen, also ja, ich denke schon. Es wäre ja auch schlimm, wenn man sich ja an niemanden binden kann, dann wäre man ja komplett alleine, oder? Also, ja. Fünftens, was trägst du genau jetzt? Also, ich habe jetzt ein ziemlich interessantes Outfit, weil wir machen so ein paar Bilder für den Blog heute und ich habe gedacht, ich mache in dem Style auch noch ein Video gerade, diesen Tag. Und zwar ist das schon so ein Festival-Look, wo ich mich schon so ein bisschen sommerlich einstimme, weil ich einen Blogbeitrag darüber schreibe. Und zwar habe ich so ein Kleid an, das ich gerade aktuell im Zara Sale gekauft habe. Und darüber so eine fällige Boho-Weste, die ist von der Marke Smash. Und der Hut da, ich weiß gar nicht, von was der ist von... Ah, der ist noch von Primark mal. Ich glaube, den habe ich mal auch mal im Sale da gekauft, irgendwie für 1 Euro oder so. Aber ich finde den voll cool. Wie oft hörst du Musik? Ich habe gerade gestern Musik gehört, heute noch nicht. Und zwar von Soundcloud, solche DJ-Sets. Also ich höre schon Musik. Also früher habe ich irgendwie viel mehr Musik gehört als aktuell, muss ich sagen. Aber ja, also schon doch häufig. Trägst du eher Jeans oder Jogger? Also hier viel würde ich eher sagen, weder noch, weil ich bin eher so ein Rockmädchen. Also ich trage sehr gerne Röcke und Kleider. Leggings und sowohl Jeans als auch jetzt so richtig Joggerpants, eigentlich beides nicht so oft. Also Jeans trage ich vor allem gerne im Winter, wenn es richtig kalt ist, oder im Sommer solche Destroyed-Modelle, die dann so kaputt sind, und ansonsten solche Joggerhosen, also ich sag jetzt mal nicht unbedingt richtige Jogginghosen, aber so bequemer geschnittene Hosen trage ich auch ganz gern im Sommer, so mit Sandalen und so. Aber ansonsten bin ich generell eher ein Rockmädchen, also weder noch. Glaubst du, dein Leben wird sich vor Ende 2017 dramatisch verändern? Also ich habe so die Erfahrung gemacht, dass immer genau das passiert, woran man irgendwie nicht so denkt. Und dass man oft denkt, es bleibt alles so beim Alten und nichts ändert sich und dann passieren doch irgendwelche krassen Dinge. Also könnte ich mir ehrlich gesagt gut vorstellen, dass sich alles noch dramatisch verändern wird vor 2017. Also vielleicht bleibt doch alles beim Alten und ich sitze noch genau an hier dem gleichen Fleck und drehe noch ein anderes Video. Aber mal schauen. Bist du eine sozial oder eher unsoziale Person? Das ist jetzt auch so eine Frage, da würde ich sagen, von beidem ein bisschen. Also ich bin schon so jemand, der schnell Leute kennenlernt und auch schnell mit Leuten ins Gespräch kommt. Aber ich bin auch ganz gerne mal auch ein ganzes Wochenende nur allein daheim und drehe Videos. Also von beidem ein bisschen. Ich glaube, ja, ich muss nicht immer jemanden um mich herum haben. Ich kann auch mal alleine sein, also würde ich sagen, ich bin sozial und unsozial, also keine Ahnung, weder noch.
Kann das irgendjemand für sich so komplett beantworten? Bestimmt. Ich könnte mir schon vorstellen, es gibt Leute, die sagen, kann nie alleine sein, ich muss immer Leute um mich herum haben. Die würden dann wahrscheinlich sagen, sie sind sehr sozial eingestellt. Und bei mir würde ich sagen, dass das so im Mittelfeld liegt. Bist du gut darin, Gefühle zu verstecken? Das finde ich ist eine sehr, sehr spannende Frage und die kann ich gar nicht so gut beantworten, weil mir wurde schon gesagt, dass ich ein Pokerface hätte, wobei ich allerdings irgendwie gar nicht der Meinung bin. Ich habe immer so das Gefühl, man sieht mir das direkt an, aber ich höre von anderen auch eher nicht. Also ich kann eigentlich so, ja, wenn ich traurig bin, dann fange ich sehr schnell an zu weinen. Aber ansonsten, glaube ich, kann ich die schon ganz gut verstecken. Also das ist so eine Frage, die finde ich wirklich schwierig. Und ich glaube, manchmal kann das Umfeld das besser beantworten als man selbst. Ne? Kannst du einen Schaltwagen fahren? Nö, habe ich noch nie gemacht. Schert es dich, wenn jemand schlecht von dir spricht? Gut, das kennt man ja als Blogger. Ab einer gewissen Reichweite kommen dann ja auch immer die bösen Kommentare. Und davon habe ich natürlich Erfahrungen. Und ich glaube, davon ist niemand so ganz befreit. Ich glaube, selbst die größten Blogger sind davon nicht ganz befreit, dass sie dann sagen, ja, das ist mir vollkommen egal, da schere ich mich gar nicht drum. Das sagen zwar vielleicht manche, aber das ist nicht so und das macht einem immer ein bisschen was aus. Man lernt halt mit der Zeit besser damit umzugehen, es macht einem dann auch irgendwann tatsächlich weniger aus. Aber toll ist das nie, das ist einfach so. Wann hast du das letzte Mal geweint? Ich weine ja auch gerne mal, wenn ich irgendwie so ein bewegendes Buch lese oder irgendwie einen Film schaue oder eine Serie. Das war mit Sicherheit, als ich irgendeine Serie geschaut habe oder einen Film vorbei war oder ein Buch oder so. Ich kann mich jetzt nicht ganz genau erinnern, aber ich vermute, dass das bestimmt so ein Anlass war. Jetzt kommen wir schon zur Frage 14, das heißt, wir sind schon fast fertig. Und zwar, hast du jemals jemanden gemocht, von dem du es nicht erwartet hättest? Also, dass ich jemanden gemocht habe, wo ich nicht gedacht hätte, ich würde den mögen. So geht es mir manchmal bei so Prominenten. Da gucke ich mir zum Beispiel irgendwie so Fernsehsendungen an und denke, ah, die ist nicht so cool oder so, die finde ich jetzt komisch, wie spricht die denn und so. Und dann schaue ich mir das genauer an, dann finde ich es doch ganz cool. So ging es mir jetzt vor kurzem zum Beispiel mit der Senna, die kennt ihr ja vielleicht, die damals noch bei Monrose war. Und da habe ich so gedacht, okay, was ist denn mit der passiert, sieht der jetzt irgendwie ganz anders aus. Und finde ich eigentlich nicht so cool den Style, aber dann habe ich mir so diese Videos angeschaut, die sie macht. Und so inhaltlich ist das eigentlich gar nicht schlecht. Also das ist schon ganz witzig und auch ganz cool, was sie da macht. Also könnt ihr euch ja mal anschauen. Und ja, das wäre so ein typischer Fall. 15. Wenn du deine Augenfarbe ändern könntest, würdest du es tun? Hella, was ist das denn für eine Frage? Also, Augenfarbe ändern. Ich bin ja so jemand, ich finde ja, man sollte generell mit sich zufrieden sein, so wie man ist. Und ich bin auch kein Fan von großartigen Schönheits-OPs, außer man hat jetzt echt irgendwie so einen Makel, hat jetzt irgendwie einen riesen Haken auf der Nase oder so. Dann verstehe ich es ja schon irgendwie, wenn man das macht. Aber so Augenfarbe ändern, ich meine, wir haben ja eigentlich alle schöne Augen, ob die jetzt blau sind, grün, braun oder whatever. Ich meine, sollte sich jetzt niemand über seine Augenfarbe beschweren. Klar habe ich auch schon mal drüber gedacht, wie würde ich aussehen mit blauen Augen oder mit strahlend grünen Augen. Aber generell finde ich es einfach schön, braune Augen zu haben und das darf auch gerne so bleiben. Und ich würde sie auch nicht ändern. Die dürfen so bleiben, wie sie sind. So, dann wären wir bei der Nummer 16. Nenne eine Sache, die du morgen erledigen musst. Morgen ist Montag. Ich muss morgen auf die Arbeit gehen, das wäre dann schon mal eine Sache, damit wäre es eigentlich schon erledigt. Ich muss auch noch unbedingt so ein Blogrezept online stellen mit so einem Rezept und einem Gewinnspiel. Und ja, das reicht ja eigentlich. Das reicht schon voll und ganz für den morgigen Tag. Morgen ist Montag. Ja. Also, ich hoffe, euch hat der Tag gefallen. Das war, wie gesagt, der Privacy Tag, den sich die Hella ausgedacht hat. Und ihr könnt ihn gerne auch mal machen. Und ich finde die Fragen selbst ganz spannend. Das ist, wie gesagt, mal was anderes. Und ich hoffe, ich habe die ja, schön beantwortet und zwar interessant für euch. Hinterlasst mir gerne mal Feedback, gerne noch einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!